Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen hier im Raum. Wir haben ein sehr überschaubares Publikum heute durch die 2G-Plus-Regeln oder 3G-Plus, ich weiß es nicht ganz genau. Und vor allen Dingen alle, die von zu Hause zuschauen, in der Serie Wissenschaft für Jedermann. Mein Name ist Florian Mattes, ich bin Professor an der Technischen Universität von München in der Fakultät für Informatik. Ich habe einen Lehrstuhl für Software Engineering. Darum geht es aber heute gar nicht. Meine Rolle hier ist, ich bin Moderator für die Veranstaltung, die wir seit 5 Jahren in Zusammenarbeit haben. Wir immer Referenten von unserer Fakultät, die über aktuelle Themen berichten, die für Sie von Interesse sein könnten. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema: Künstliche Intelligenz entschlüsselt die Sprache des Lebens, von unserem geschätzten Kollegen Burkhard Rost. Ich würde ihn gerne kurz vorstellen und ein bisschen das Thema auch ganz kurz nur einführen, weil ich glaube, er kann das am allerbesten. Burkhard Rost leitet seit 2009 den Lehrstuhl für Bioinformatik, Computational Biology der TU München. Wir waren unheimlich froh, als er im Jahre 2009 als einer der ersten Humboldt-Professoren, das ist ja eine Initiative, die besten Koryphäen nach Deutschland zu holen, die Deutschland hat, von der Fakultät für Medizin der Columbia University in New York zu unserer Fakultät zu gewinnen. Und davor war er ja schon seit 1998 dort eben Professor. Zu seinen Pionierleistungen gehört die Verknüpfung von maschinellem Lernen und evolutionären Informationen zur Proteinvorhersage und der Start des ersten Internetservers zur Proteinanalyse. Das war 1992, das war also wirklich ein so überschaubarer Kreis von Internetnutzern damals. Und das war eine tolle Leistung, ihm die Idee von Open Data, von denen jetzt viele Leute reden, damals schon für die Wissenschaft aufzubauen. Von 2007 bis 2014 war er Präsident des Internationalen Berufsverbands der Bioinformatik. Und er freut sich besonders, dass es ihm gelungen ist, dann die Förderung der Diversität durch die Erhöhung des Frauenanteils in führenden Rollen voranzubringen. Weil das ist tatsächlich ein Punkt, den wir in der Informatik haben, dass das so eine Männerdomäne ist. Und in der Bioinformatik bietet es sich ja an, quasi da wirklich auch die Diversity nach vorne zu bringen in den führenden Rollen. Rost ist natürlich ein sehr zitierter Autor und ich war wirklich positiv überrascht, dass ich nochmal gelesen habe, er hat mit 1111 Kollegen aus mehr als 50 Nationen veröffentlicht, was eben zeigt, dass dieses Thema nur in Zusammenarbeit von den führenden Köpfen in der Welt funktionieren kann. Und natürlich spielt dabei der Zusammenarbeit ja auch der Computer und die Austausch von Daten eine wichtige Rolle. Wir haben jetzt heute ein ganz spannendes Thema, weil es geht um die Entwicklung intelligenter Methoden zur automatischen Vorhersage von Proteinstrukturen aus den Proteinsequenzen. Und wir haben ja alle jetzt einen kleinen Virologenkurs durchgemacht in den letzten 3 Jahren, sodass die Grundlagen den meisten von Ihnen ja schon vertraut sind. Aber heute gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe, wie diese Sprache der Natur, welche Ähnlichkeiten die hat und die Methoden, die wir ja entwickelt haben, um natürliche Sprache, zum Beispiel, Sie kennen das ja im Augenblick, das Google Translate oder DeepL, dass die Übersetzung von Texten vom Deutschen ins Englische ja jetzt plötzlich mit wunderbarer Qualität funktioniert, was seit langen Zeiten ja ein Forschungsthema ist. Und eine spannende Frage, die wir heute Antworten drauf bekommen: Hilft uns das irgendwie, die Fortschritte beim Verstehen und Analysieren und Übersetzen und Manipulieren von natürlicher Sprache bei der Entschlüsselung der Sprache des Lebens? Burkhard, ich glaube, alles Weitere machst du viel besser als ich. Und ich werde dann noch hinterher die Moderation noch übernehmen, wenn es Fragen gibt. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, notieren sich die Fragen, dass wir die auch dann beantworten können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Willkommen. Ob ich das besser kann, das werden wir sehen. Willkommen jeder Frau, jeder Mann im Raum, im Internet. Vor 1973 war ich zum ersten Mal auf der Durchreise im Deutschen Museum. Für mich war das ein Moment, in dem ich Wissenschaft mit diesen großen Augen wunderbar. Vielleicht war das ein Teil, der mich dann auf die Reise, elektronische Geräte sind immer noch nicht mein Ding, der mich auf die Reise in die Wissenschaft gebracht hat. Und Wissenschaft ist gemacht von Menschen. Wissenschaft zentral, es geht um Menschen. Wissenschaft ist menschlich, zutiefst. Vielen, vielen Dank für viele in meiner Gruppe, für viele Menschen, die mir geholfen haben, dahin zu kommen, wo ich bin in der Wissenschaft. Die Reise begann sehr viel später. Ich war 73 zum ersten Mal im Deutschen Museum. 16 Jahre später, 73, hatte ich überhaupt keine Ahnung, dass ich Wissenschaftler werden würde. Die erste Idee kam mir
1989, als ich die Diplomarbeit bei Professor Horner gemacht habe. Und da ging es schon um neuronale Netzwerke. Für mich war das ein Weg, das Gehirn zu verstehen. Für mich war das der Versuch, in einem Computer so etwas zu verstehen, was Gedächtnis ist. Das fand ich interessant, das fand ich spannend. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann man das auch anwenden. Vielleicht kann man das in das umwenden, was maschinelles Lernen ist. Und das brachte mich dann ans EMBL in Heidelberg, in die Gruppe von Chris Sander. Und das EMBL, jetzt kriege ich das nicht richtig hin mit der Maus, das ist hier hinten in den Bergen, in dem Wald. Und was hier oben zu sehen ist, da sitzt man auf der Terrasse und schaut in den Wald hinein und kann Wissenschaft diskutieren. Und was ich gelernt habe am EMBL, im Wesentlichen eine ganz, ganz wichtige Sache, Wissenschaft kann auch ein Lebensgefühl sein. Es kann das Gefühl sein, was Menschen einander nahe bringt, aus wirklich sehr, sehr verschiedenen Kulturen. Und wir haben gelernt, dass viele von uns die Faszination Wissenschaft teilen und dass, wenn wir zusammenarbeiten, denn die Biologie ist Teamarbeit, es geht nur in Gruppen, dann kommen wir weiter. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Ups. Es wird mich noch umwerfen hier. Eine andere Sache, die ich am EMBL gelernt habe, ist die Faszination für die Proteine. Und dieses Bild hier zeigt ein paar verschiedene Proteine. Proteine sind Maschinen, Mikromaschinen, die feinmechanische Tätigkeiten haben. Und alles, was man so an einfachen Maschinen wie Hebelwirkungen und so sieht, das sieht man auch in der Welt der Proteine. Das sind nur einfach 6 verschiedene hier, die gemalt sind von David Gotzel. Und David Gotzel, dieser Link, der hier unten ist, da können Sie hingehen und Geschichten über Proteine lesen. Was ihm gelingt, ist einfach die wesentlichen Merkmale von diesen Proteinen zu zeigen. Und ein bestimmtes Protein, was ich zeigen möchte, ist dieser Kanal hier, der spannungsinduzierte Natriumkanal. Der ist deswegen wichtig, weil wenn der Probleme hat, dann habe ich Probleme zum Denken. Und dann ist aus mit Wissenschaft. Was Sie sehen, ist, dieser Kanal hängt hier in dem grauen Hinterfeld. Der graue Hinterteil, das ist die Membran. Der Kanal sitzt in der Membran. Und die violetten Teile, die Sie auf der linken Seite sehen, das sind die Teile, die Spannung fühlen. Wenn irgendein Tier dem Menschen schaden möchte, das ist ein Rezeptor zum Beispiel, oder ein Kanal zum Beispiel im Menschen, dann könnte er einfach ein kleines Protein, ein Toxin, auf diese Teile, die Spannung fühlen, hier setzen, das Gelbe. Und das ist tatsächlich ein Spinnengift. Man könnte auch das Natrium, das geht hier durch die Mitte, das ist von oben drauf geschaut hier auf der rechten Seite. Das Grüne hier, das ist das Loch, da sieht man das Loch dadurch. Und man könnte natürlich auch ein Toxin auf das Loch setzen. Da würde man das auch blockieren. Das macht ein Fisch, der Kugelfisch macht genau das. Und da kommen wir zu diesem Ding hier. Was ist das? Das ist ein Protein. Oder das ist eine Version eines Proteins. Was Sie sehen, sind die Buchstaben. Proteine bestehen aus 20 Aminosäuren. Es gibt 20 verschiedene Aminosäuren, also 20 verschiedene Buchstaben. Und Proteine unterscheiden sich in der Art und von Buchstaben, die sie nehmen aus dem Alphabet. Und wie lang sie sind. Das hier ist zum Beispiel ein ziemlich langes Protein. Wenn ich Ihnen den Namen von dem Protein sage, dann haben Sie das alle schon mal gesehen in letzter Zeit. Das ist der Crashkurs, von dem der Florian geredet hat. Das ist das Spike-Protein. Und was Sie dann viel mehr im Fernsehen gesehen haben, ist diese Version hier auf der linken Seite. Das ist die dreidimensionale Struktur davon. Das rote Molekül, das rote Protein hier, ist Spike. Das graue im Hintergrund ist der Rezeptor ACE2. Dieser ACE2-Rezeptor, das ist das menschliche Protein in Grau, während das rote eben der Virus das ist, der an den Rezeptor herangeht und damit in den Körper hereinkommt. In unserem Körper, aber auch in einer Laborsituation, kann ich einfach diese Sequenz nehmen, diese Aminosäuren zusammenpacken, kann die ins Wasser werfen und dann werden die genau so aussehen. Die nehmen von selbst für die meisten Proteine die dreidimensionale Struktur an. Die Information ist schon in dieser Sequenz drin. Als ich aus dem EMBL rauskam oder am EMBL, hat für mich so angefangen, diese Hoffnung, ich müsste dieser Magier sein.
Ich müsste es schaffen, einfach diese Sequenz zu nehmen, maschinelles Lernen da reinzupacken und dann Struktur und Funktion vorherzusagen. Was braucht man dafür? Leider ist es beim Thema so, dass trotz des Crashkurses einfach viele, viele, viele Grundlagen da sind, die möchte ich so ein bisschen einführen. Anfanglich will ich mich dem Wort entschlüsseln oder dem Code knacken. Das ist natürlich heute nicht mehr so panzerknackermäßig. Heute heißt Code knacken natürlich große Maschinen, große Computer. Das ist, wenn Sie nach Garching kommen, das sind zwei Computer, das sind zwei Riesengebäude, zwei Riesenklötze, das sind zwei Computer. Die waren uns aber zu klein, was die Arbeit, von der ich hier rede, das ist ein Supercomputing Center in den USA und das sind Maschinen, die es nur bei Google gibt. Na, die Idee von KI, künstlicher Intelligenz, Sie haben alle davon gehört. Aber ich möchte mal einen Schritt zurückgehen. Der Schritt zurück ist, 1996 hat es ein Schachturnier gegeben zwischen einem Meister in dem Schach, Garry Kasparov, und einem Computer, der sogenannte Deep Blue. Und der Schachmeister hat gewonnen, 96. 97, bei dem zweiten Match, hat er verloren. 3,5 zu 2,5. Der Computer hat gewonnen. Was passiert ist in diesem Jahr, ist, der Computer ist gewachsen. Der hat einfach viel mehr Muskelkraft bekommen. Der hat viel mehr Operationen in der gleichen Zeit machen können. Und dadurch hat er mehr Kombinationen im Schach ausprobieren können. Ganz dumm. Einfach alle Möglichkeiten durchprobiert. Das hat er 1997 besser gekonnt. Und 1996 war Kasparov noch besser als der Computer. Einfach weil der Computer größer geworden ist. Und das ist so, womit wir oft aufgewachsen sind in der Vergangenheit. Das ist, was Computer gut können. Viel Muskelkraft. Und diese Zeit ist vorbei. Die Zeit hat sich geändert, zumindest seit 2016. Auf jeden Fall über die letzten 5, 6 Jahre. Das ist Go. Go ist wesentlich komplexer als Schach. Da geht das nicht mit einfach Brute Force, also mit einfach Muskelkraft, mit größeren Maschinen. Da braucht man künstliche Intelligenz. Und das ist genau, was die AlphaGo von der Firma DeepMind, ist eine Unterfirma von Google, geschafft hat. Und hat einen Meister im Go-Spiel schlagen können. Und das ist genau der Moment, wo die Welt sich verändert hat. Oder das ist ein Zeichen, dass die Welt sich verändert hat. Was heute passiert, ist, wir nehmen Lösungen, die wir schon können, wo wir den Computer genau die Lösung haben, und finden eine Lösung mit KI, künstliche Intelligenz. Die ist zwar nicht so gut, braucht aber sehr viel weniger Energie. Immer mehr geht in künstliche Intelligenz, weil es relativ leicht ist. Weil es recht, wenn man zum Beispiel, ein Kollege von uns versucht, das autonome Fliegen von Quadcoptern zu machen, die können nicht viel tragen. KI ist die einzige Lösung langfristig, die da möglich ist. In unserer Gruppe hat der Guy Yagdav die Aufgabe gehabt, ein paar relativ einfache Sachen den Studenten beizubringen. JavaScript, Data Mining und maschinelles Lernen. Das war ein bisschen langweilig. Und hat er gedacht, naja, nehmen wir doch mal die Daten aus der Bioinformatik. Wenn wir die nehmen, dann kriegen wir ganz viele Studenten, weil das ist ein faszinierendes Thema, Bioinformatik. Und was Sie da sehen, es waren tatsächlich sehr viele Leute dort. Dummerweise ging das völlig schief. Es ging schief, das war viel zu kompliziert. Die Biodaten sind so komplex, dass die Studenten weder die Biodaten gelernt haben, noch JavaScript, noch Data Mining, noch maschinelles Lernen. Toller Reinfall. Letztendlich wegen der Komplexität. Und da hat der Guy die Idee gehabt, wir müssen was Einfacheres machen, wir müssen einfachere Daten finden, und hat Daten genommen, wer hat vorhergesagt, wer kann überleben, wer wird überleben im nächsten Game of Thrones, in der nächsten Serie von Game of Thrones. Oder wer wird in der letzten 2019, wer wird der Gewinner von Game of Thrones. Das ist ein typisches Beispiel, das geht mit KI. Das geht sogar relativ einfach, und nebenbei haben die Studenten in dem Fall noch alles gelernt. Die haben sehr viel Spaß gehabt, die haben alles gelernt, die haben das maschinelle Lernen, JavaScript und alles andere gelernt und waren total motiviert. Aber die großen Maschinen alleine reichen nicht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Leute finden, die clever programmieren. Und das clevere Programmieren, das zeigen hier diese Bilder, das alleine reicht auch nicht. Es erfordert Diskussionen. Und die meisten Diskussionen, eine der Botschaften meiner Gruppe ist, Wissenschaft passiert bei uns nur im Gehen. Das sind ein paar Fotos da unten von Wissenschaft, das ist die ISA und
das Olympiazentrum zu an verschiedenen Zeiten von unseren Gesprächen. Alles, was wir machen, machen wir durch Gehen, weil es sich gezeigt hat, dass man dadurch viel besser Wissenschaft lernt. Ich will ganz kurz das Konzept von künstlicher Intelligenz motivieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwie ein unangenehmes Gefühl mit Weckern. Also Wecker, morgens knallt der Wecker hoch und das wollen Sie nicht. Und jetzt wollen Sie sehen, ob Sie nicht irgendeinen Algorithmus schreiben können, der den Wecker ausstellt, wenn Sie sowieso vor dem Wecker wachen würden. Wie machen wir das? Naja, müssen wir erstmal überlegen, was könnte denn der Grund sein, warum ich ausgeschlafen bin, wenn der Wecker klingelt? Ein Grund könnte natürlich sein, dass ich am letzten Tag zu lange wach war. Wenn ich zu lange wach war, muss ich länger schlafen. Und da gucke ich mal ein bisschen Daten an und dann sehe ich, also die grüne Hand bedeutet, dass ich wach werde ohne Wecker und die rote Hand, Daumen runter, heißt, ich werde nicht wach. Und jetzt kann man natürlich eine Grenze ziehen und kann sagen, na gut, wenn ich die erste Grenze, die erste blaue Marke da nehme, dann ist alles, was links davon ist, ist tatsächlich grün. Das ist eine gute Vorhersage. Aber es gibt noch einen grünen, der ist rechts davon. Wenn ich die zweite Marke nehme, naja, dann habe ich zwar alle grünen links davon, aber ich habe einen roten mit reingefangen. Das ist nicht ganz so gut. Wie könnte ich das verbessern? Naja, die einfachste Sache, das zu verbessern, ist, ich überlege mir noch ein anderes Kriterium, das mir helfen könnte. Zum Beispiel, wie viele Stunden habe ich eigentlich geschlafen? Und wenn ich die beiden zusammennehme, das ist natürlich jetzt so gemacht, dieses Beispiel, dann sehen Sie diese blaue Kurve. Jetzt sind alle Grünen über der Kurve und alle Roten unter der Kurve. Jetzt habe ich das Problem gelöst. Und das ist die Idee von künstlicher Intelligenz. Man findet die richtigen Merkmale, die richtigen Sachen, die es mir gestatten könnten, zu unterscheiden, ob ich das richtig vorhersage oder nicht. Und dann klassifiziert man. Was ist der Code? Naja, der Code, das ist eben, den ich entschlüsseln will, das ist eben genau die Aminosäuresequenz zu der Struktur. Und wenn ich das schaffe, ich habe so ein bisschen ein Problem. Stimmt das, dass ich schon 31 Minuten rede? Nein. Irgendwas ist schiefgegangen mit meiner Uhr hier. Hier ist so ein Beispiel. Wenn wir das könnten, aller Fokus liegt immer auf diesem Spike-2-Protein. Unten sehen Sie ein anderes Protein, das E-Protein, das Envelope-Protein von dem Virus, was ganz wichtig dafür ist, ob der Virus meine Lunge angreift oder nicht. Wenn ich nur das Spike-Protein angucke, dann kann ich möglicherweise nicht verstehen, warum manche Leute krank werden und warum nicht. Wenn ich andere Proteine von Spike angucke, dann bekomme ich davon sehr viel mehr mit. Um das machen zu können, muss ich aber mehr in der Lage sein, von der Sequenz auf die Struktur Rückschlüsse zu machen. Wie kommt denn die Struktur zustande? Naja, letztendlich ist sie genau wie alles Lebendige, alle Teile des Lebens der Evolution geformt. Zum Beispiel auch Delta und Omikron. Also alle Varianten von SARS-CoV-2 sind durch Evolution geformt. Und wir alle wissen, Evolution, das ist Darwin. Deswegen heißt es eben Wallace-Darwin-Theorie. Wallace wird oft nicht hier in diesem Zusammenhang genannt. Tatsächlich ist es so, dass Wallace und Darwin gleichzeitig ihre Theorie präsentiert haben und das von den beiden. Letztendlich ist die Idee, dass kleine Zufallsänderungen selektiert werden oder eben nicht selektiert werden. Das ist der Trick der Evolution. Das ist im Prinzip die gesamte Idee. Wir haben kleine Änderungen, die werden selektiert oder nicht. Die Änderungen selbst sind Zufall. Das sind eben die gleichen Änderungen, die wir auch in Covid sehen. Aber wie kann ich mit so etwas, mit kleinen Änderungen es schaffen, dass ich aus dem Nichts ein Auge schaffe? Das war ein Problem, was Darwin zum Beispiel hatte in seinen Diskussionen. Kleine Schritte, ja, aber sowas wie, erst habe ich gar nichts und plötzlich habe ich ein Auge. Wie kann ich das schaffen? Augen sind relativ ähnlich für sehr, sehr verschiedene Organismen. Wir brauchen mindestens zwei molekulare Antworten oder zwei molekulare Tricks. Wir müssen in der Lage sein, irgendwie Licht zu empfinden. Und dann müssen wir in der Lage sein, irgendwie sowas zu machen wie eine Linse. Wie können wir das schaffen? Erstmal die Lichtempfindlichkeit. Und die Antwort ist, da ist ein Molekül, dieses Molekül gezeigt, hier Rhodopsin, sitzt wiederum in der Membran. Und das Molekül ist lichtempfindlich, nicht selbst. Auf der rechten Seite sehen Sie in dem Rot oder in dem Farbigen ist Vitamin A.
Das Vitamin A ist lichtempfindlich. Wenn Licht kommt, wenn ein Photon kommt, ein Teil von Licht kommt, dann verändert das Vitamin A so ein bisschen seine Form. Das wird übertragen auf dieses Rhodopsin, auf das Protein. Na, zurück zu der Frage, warum haben wir denn dieses Protein Rhodopsin eigentlich? Und die Antwort ist letztendlich, das kommt aus der ursprünglichen Moment des Lebens, weil Bakterien in ihrem Schwanz, wenn sie sich bewegen wollten, Richtung Licht marschiert sind. Da gab es was zu fressen. Das ist der Grund für dieses Protein. Das Protein ist also schon da. Wir brauchen kein neues Protein für die Augen. Das ist schon da aus ganz anderen Gründen. Dann kommen wir zu der Linse. Und die Antwort auf die Linse ist, bei der Linse ist es ein bisschen komplizierter. Ich habe das Wort Kamera obscura hier genommen. Kamera obscura ist natürlich ein Loch. Das können wir in der Zelle nicht machen. Wenn wir ein Loch in die Zelle machen, dann wird die Zelle nicht lange überleben. Also wir müssen irgendein Material haben, was durchsichtig ist. Das ist gar nicht so leicht zu kriegen. Und das Material sind Proteine, die heißen Kristalline. 5 sind hier gezeigt. Und diese Kristalline, es ist genau das Gegenteil von dem, was man sich so vorstellt. Die sind eben nicht transparent. Die werden transparent, weil sie nicht aggregieren. Die sehen so aus, dass sie praktisch nicht transparent werden. Dadurch formen sie eine Flüssigkeit, eine glasartige Flüssigkeit, und die ist eben durchsichtig. Das ist der Trick. Das heißt, es ist eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Struktur von diesen 5 Kristallinen, die Linse erlaubt. Und wo kommen denn die nun wieder her? Lustigerweise kommen die aus einem ganz anderen Thema, nämlich wenn Proteine Schwierigkeiten haben, sich zu falten, wenn sie nicht ganz richtig aussehen. Das kann zum Beispiel passieren, weil ich Fieber habe. Dann gibt es Proteine, das reparieren. Die sogenannten Heat-Shock-Proteine. Also es gibt Hitze, da sind Proteine, die helfen. Und die sind die Verwandten von den Kristallinen. Das ganze Auge kommt aus dem Versuch, Proteine zu helfen. Das heißt, wir haben ein Beispiel, wo tatsächlich wieder diese kleinen Schritte zu der großen Änderung führen. Vorher nichts, plötzlich Auge. Durch Verbindung von Elementen, die wir vorher schon hatten. Wir müssen nur in der Lage sein, zu erkennen von der Sequenz, was die Ähnlichkeiten sind. Und wenn wir das können, das ist eine Arbeit von Sean O'Donoghue, dann sehen wir zum Beispiel, wie SARS-CoV-2 tatsächlich etwas macht, wie die menschlichen Prozesse zu duplizieren, oder so zu tun, als ob. Es nimmt die Piraterie, es nimmt menschliche Prozesse, setzt sich sozusagen drauf, benutzt menschliche Prozesse für die eigenen Zwecke. Und es gibt sowas, es tut so, als ob es ein menschliches Protein ist. Beides gibt es, beides findet man, wenn man wirklich genau diesen Code sich anschaut und wenn man die Struktur anguckt. Das ist diese Arbeit. Zurück zu der Frage, wie können wir den Code eigentlich nun knacken? Computer, ja, aber das reicht nicht. Wir brauchen Intelligenz, wir brauchen kluge Macht, nenne ich es. Und das geht zurück zu der Frage, wie denn Proteine eigentlich aussehen. Das ist ein bestimmtes Protein, das heißt KRAS vom Menschen. Das sieht halt so aus. Wenn ich jetzt eine einzige Aminosäure in diesem Protein ändere, das ist die Aminosäure, die da oben den Circle hat, den roten Kreis hat, dann bekomme ich die Version, die Krebs erzeugt. Der Unterschied zwischen diesen beiden, die Variante ist in Rot, auf diesem Bild zu sehen. Und Sie sehen am unteren Teil dieses Bildes, rechts unteren Teil, da ist die Bindungsstelle. Und die Bindungsstelle wird ein bisschen anders. Das bisschen anders, in diesem Fall, führt zu einem Riesenunterschied. Das erzeugt Krebs. Auf der anderen Seite gibt es ein anderes Protein im Menschen, das heißt RASH. Das hat nur 85% die gleichen Buchstaben. Das heißt 15% andere Buchstaben. Und trotzdem, das eine ist das Grüne, das andere hier ist das in Lime, die sehen relativ ähnlich aus. Obwohl 15% der Buchstaben anders sind. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Jetzt gehe ich zu der Fliege, hier in Orange. Da ist es plötzlich nur noch 28% der Buchstaben die gleichen. Oder um das umzudrehen, 72% der Buchstaben sind anders. Trotzdem sehen die relativ ähnlich aus. Ich kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich kann in die bakterielle Welt gehen und da habe ich nur noch 19%, also 81% aller Buchstaben haben sich verändert. Wollen wir nicht vergessen, bei dem SARS, bei Spike, da denken wir, jetzt ist das Omikron-Problem, scheinbar ist es ein wirkliches Problem, wo wir 10 Varianten gleichzeitig haben. Hier haben wir 81. Und mit den 81 passiert eigentlich nichts. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und die Antwort auf diese Frage, wie kann das sein, ist schlichtweg,
weil die alle einen Vorteil davon haben, gleich auszusehen. Da können sie das Gleiche dadurch machen. Und die Varianten, die es gibt zwischen denen, die sind in der Regel neutral, weil es ein Vorteil ist, für dieses Molekül neutral zu sein. Das kann ich jetzt darstellen, was ich zeige hier. Jede Reihe ist eine Proteinsequenz. Und wenn ich die Zahlen hier runtergehe, da gibt es auf der linken Seite, sehen Sie, können Sie vielleicht diese Zahlen erkennen von 1 bis 28. Das sind einfach 28 verschiedene Organismen, die das gleiche Protein haben. Das heißt SH3, das ist ein ganz wichtiges Signalprotein. Die Struktur ist auf der rechten Seite zu sehen. Alle 28 sehen im Prinzip, wenn Sie die dreidimensionale Struktur sich anschauen, gleich aus. Und was ich zeige auf der linken Seite, das nennt man das Alignment, Multiple Alignment, wo wir einfach vergleichen, wo sind denn die Unterschiede für ganz viele Sequenzen. Und Sie sehen da die drei oder vier violetten Balken. Die vier violetten Balken markieren die Positionen, die konserviert sein müssen. Viele Sachen können sich ändern, aber nicht diese Balken. An den Balken muss es entscheidend so bleiben, wie es ist. Oder da gibt es Varianten an diesen Balken hier, aber die müssen funktionell oder von der Biochemie her relativ neutral sein. Sonst geht etwas schief bei diesem Protein. Und damit sehen Sie schon, es gibt Stellen in dieser Sequenz, wo Änderungen möglich sind, und es gibt Stellen, wo keine möglich sind. Das ist die Information. Und diese Information, die möchten wir da irgendwie rauskriegen. Und das ist genau, was mit maschinellem Lernen passiert. Ich ziehe heraus durch maschinelles Lernen, welche Informationen da, also wo die evolutionäre Information sagt, konserviert, wo sie sagt, Varianz ist möglich. Das ist, was Leute benutzen, wenn es eine neue Variante für Spike gibt. Das ist der Hintergrund, hinter dem dann erstmal gesagt wird, das kann was einen Einfluss haben oder nicht. Je nachdem, ob das die Balken sind. Wenn die Variante in Covid, im Spike in diese Balken kommt, dann hat es wahrscheinlich einen Einfluss. Welcher Einfluss ist eine andere Frage. Letztendlich, was wir daraus lernen, ist, das Rezept ist, man mische evolutionäre Informationen und maschinelles Lernen und der Resultat ist ein Durchbruch in der Vorhersage von Proteinstruktur und Proteinfunktion. Ich überspringe jetzt zwei Folien, weil die Geschichte, glaube ich, doch zu kompliziert ist. Aber dieser Sprung hier ist der wichtige. Das im Dezember 2020 hat eine Firma, auch wiederum DeepMind, die vorher diese Go-Maschine gebaut hat, Unterfirma von Google, eine neue Methode entwickelt, um Strukturen vorherzusagen. Die Methode heißt AlphaFold 2 und die hat das Problem der Proteinstrukturvorhersage essentiell gelöst. Da haben Leute wie ich und viele, viele andere 50 Jahre dran gearbeitet. Die Lösung ist da. Diese Vorhersagen sind tatsächlich fast so genau wie experimentelle Methoden. Ich muss auch dazu sagen, eine experimentelle Methode, die Bilder, die ich Ihnen zeige, jedes von diesen Bildern kostet etwa 100.000 Euro. Also nicht, dass ich diese Bilder mache, sondern dass jemand diese dreidimensionalen Strukturen von den Proteinen bestimmt. Eine Struktur kostet im Mittel etwa 100.000. Warum geben Leute so viel Geld dafür aus? Weil alles Verständnis, alles, was mit Medizin zu tun hat, erfordert, dass man diese Strukturen sieht. Und da haben wir den ersten Schritt. Jetzt können wir es vorhersagen. Wie viel werden wir daraus lernen? Wir wissen nicht. Das ist ein Riesenschritt. Das ist genau das extreme Beispiel, diese evolutionäre Information zu nutzen. Wie hat es Google geschafft? Naja, die haben sehr viel Verständnis, sowohl von der KI als auch von der Biologie gehabt. Haben sehr, sehr viel persönliche Zeit da reingepackt. Noch viel mehr Rechner. Und letztendlich haben sie das Problem damit gelöst. Unglaublicher Moment in der Zeit. Aber jetzt gibt es doch eine andere Lösung. Und die, ich nenne die mit kluger Macht. Das sind eben diese Sprachmodelle. Florian hat vorhin darauf hingewiesen, wir kennen die alle schon, wenn wir unsere Telefone benutzen, wenn wir Google Translate machen. Es gibt Methoden, die tatsächlich übersetzen. Und diese Methoden versuchen wir jetzt hier zu nehmen, um die Sprache des Lebens zu modellieren. Eine dieser Methoden heißt ELMO. Die Idee ist, ganz unten, und da habe ich jetzt die falsche Farbe genommen, normalerweise ist ein immer rot,
hier habe ich noch einen Fehler gemacht. Die Eingabe sind die drei Worte, alle Wissenschaft ist. Was die Methode lernen soll, ist in einem Satz, was ist das wahrscheinlichste nächste Wort? Und dann kommt diese ganze Maschinerie, die da mit diesen Elmo-Dingern gezeigt ist, weil die Methode einfach Elmo heißt. Die kommt von 2018. Und was dann am Ende rauskommt, ist eine Wahrscheinlichkeit für eine Liste mit allen deutschen Wörtern. Und dann eine davon hat die höchste Wahrscheinlichkeit und die wird gewählt, je nach dem Kontext. Das kommt darauf an, was die drei Worte davor waren. In diesem Fall wäre das Wort, in meinem Beispiel, das Wort Kommunikation. Wir nehmen die gleiche Idee und übersetzen die auf die Proteine. Übersetzt auf die Proteine ist ein Wort eine Aminosäure. Ein Satz ist mein ganzes Protein. Das ist die Analogie, die ich mache. Sonst ist es genau das Gleiche. Ich komme jetzt mit der Aminosäuresequenz da unten rein und oben kommt Aminosäuresequenz wieder raus. Es gibt eine andere Methode, das zu machen. Eben, was ich Ihnen gezeigt habe, ist eine Methode, wo ich das nächste Wort vorhersage, wo ich die nächste Aminosäure vorhersage. Eine andere Methode, sogenannte Transformer. Was die machen, ist nehmen Buchstaben raus. Die maskieren einfach Buchstaben, verdecken Buchstaben. Und das Ziel ist dann zu sehen, was ist denn dieser verdeckte Buchstabe da gewesen? Nicht wahr? Also in diesem Fall hier zum Beispiel würde das sehen, dass einmal ist das E links und rechts ist ein Q, ist ein S und ein Q. Und einmal ist das E zwischen dem W und dem N. Und das ist eben ein anderer Zusammenhang. Und das würde, die Methode würde beides richtig finden. Das heißt, ich habe jetzt ein Proteinsprachmodell. Das im schönen Neudeutschen heißt das PLM. Und es ist etwas, wo reinkommt die Sequenz, rauskommt die Sequenz. Rein gehe ich mit 2,1 Milliarden Proteinsequenzen, raus gehe ich mit 2,1 Milliarden Proteinsequenzen. Dazwischen habe ich die künstliche Intelligenz. In dem Beispiel, das ich Ihnen vorhin mit den Weckern zeigte, da hatte ich so zwei Achsen. Jetzt habe ich etwas wie Millionen, sogar bis Billionen Achsen da drin. Und das kostet viel, viel, viel Rechenzeit. Toll, nicht wahr? Also ich habe jetzt was, rein komme ich mit Sequenz, raus komme ich mit Sequenz. Ich habe es geschafft, viel Geld zu verbrauchen für etwas, was mir gar nichts bringt. Rein Sequenz, raus Sequenz, was habe ich dabei gewonnen? Ist doch... Und der Trick ist, was ich gewonnen habe, ich gucke, was das System gelernt hat. Das, was das System gelernt hat, das nenne ich jetzt, weil mir kein besseres Wort einfällt, Embeddings. Ich nehme das englische Wort einfach. Stellen Sie sich vor, das ist die Grammatik. Eine Übersetzung dieses Wortes Embeddings ist, das System hat gelernt, wie Grammatik funktioniert. Bei der normalen Sprache hat es gelernt, wie unsere Grammatik, unsere normale Sprache Grammatik ist. Hier hat es gelernt, wie Proteine zusammengesetzt sind. Das kriege ich dabei raus. Und das heißt, was dieses KI da verstanden hat, das ist der Teil, den ich will. Und was ich jetzt mache, ist, ich werde das benutzen als Eingabe für andere Sachen. Und das bringt mich zu dem Punkt, wo im letzten Jahrtausend, da haben wir unsere Zeit, ich habe 30 Jahre damit verbracht, diese Achsen für unsere Proteinprobleme richtig zu setzen. Zu überlegen, was sind denn die Eigenschaften, was für das Problem, was ich da vorher sagen möchte, welche Eigenschaften helfen mir denn da? Und das ist vorbei. Seit einem Jahr. Diese Welt ist so rasant, die Welt der KI, dass tatsächlich, es fühlt sich an wie das letzte Jahrtausend, aber das ist erst ein Jahr her. Und jetzt gibt es Proteinvektoren. Das ist Transferlernen. Ich nehme jetzt diese riesengroßen Datenbanken, mache meine Transformer, die lernen die Grammatik dieser Datenbanken und dann, was die gelernt haben, das packe ich in neue KI-Maschinen rein. Und dann löse ich bestimmte Probleme, zum Beispiel. Naja, wenn ich sage, dass ich einen Code geknackt habe, dann muss ich zeigen, dass ich was vorhersagen kann. Weil ohne Vorhersagen versteht man nicht. Wenn man nicht vorhersagen kann, kann man nicht verstehen. Das ist diese alte Geschichte mit dem Newton. Wenn der Apfel fällt, dann wissen wir genau, wie das geht, weil wir die Newton-Gesetze verstehen. Leider ist das nächste Problem ein bisschen komplizierter. Wenn ich die Blüte sehe
auf der linken Seite, da kann ich nicht vorhersagen, ob die Äpfel dann wirklich gut aussehen in dem Jahr. In diesem Fall hat es geklappt. Nun, zurück zu der Geschichte, was kann ich denn eigentlich machen? Eine Sache, die ich machen kann, ich kann Proteine klassifizieren in drei Hauptklassen. Und das ist eine Arbeit mit der Gruppe von Christina Rengo. Und wie Sie sehen hier, das Grüne, das Rote und das Blaue ist klar getrennt. Was das heißt ist, ich komme mit der Grammatik rein und dann mache ich nur eine ganz einfache Klassifizierungsmethode. Das ist gerade keine große KI. Da hat was ein bisschen mit maschinellem Lernen zu tun, aber es ist relativ einfach und ich kann das einfach so darstellen und die drei Klassen fallen auseinander, also werden klassifiziert. Damit kann ich zum Beispiel schon mal sehen, in dem Problem mit SARS, welche Proteine sind denn die wahrscheinlichsten Kandidaten für eine ähnliche Struktur? Die wahrscheinlichsten Kandidaten, welche menschlichen Proteine sind die wahrscheinlichsten Kandidaten, die der Virus versucht zu reproduzieren? Ein anderes Problem. Ich kann vorhersagen, wo in der Zelle ein Protein stattfindet. Das können wir schon seit 20 Jahren oder 10, 15 Jahren vorhersagen. Das ist eine eukaryotische Zelle. Die hat Unterstrukturen. Da gibt es zum Beispiel einen Kernen, den Nukleus, in der Mitte von dieser Zelle. Und in dem Kern passiert alles Prozessieren von DNA. Wenn ich weiß, dass mein Protein im Kern nativ ist, dann weiß ich schon etwas darüber, was es tut. Oder kann zumindest eingrenzen, was es tut. Wir konnten das vorhersagen in der Vergangenheit, indem wir diese evolutionäre Information benutzt haben. Und das sind tatsächlich die besten Methoden, die es gibt. Und jetzt können wir das noch viel besser, indem wir diese Grammatikmethoden. Das ist dieses Jahr veröffentlicht. Es ist jetzt gerade im Sommer veröffentlicht worden. Hier ist eine andere Geschichte. Ich habe vorhin gesagt, diese Balken hier, wenn ich die Proteinsequenzen für viele Organismen vergleiche, da kann ich sehen, wo die Balken fallen. Das ist relativ einfach, kostet aber sehr viel Computerzeit. Jetzt können wir die Grammatik nehmen und dies einfach vorhersagen. Wir können einfach, ohne dass wir die ganzen Spezies überhaupt sehen, vorhersagen, wo die Balken sein werden. Kostet uns gar nichts. Dieses Alignment dazu machen, das kostet, wenn ich das für den ganzen Menschen mache, dann dauert das einen Tag auf einer Maschine. Jetzt kann ich es vorhersagen in Sekunden. Das ist ein Riesengewinn. Damit kann ich einfach Sachen machen, die ich vorher nicht konnte. Wiederum, Jana Bromberg und Maximilian Hecht haben eine Methode entwickelt, SNAP. Die kann vorhersagen, was ist denn der Effekt von Sequenzvarianten auf molekulare Funktion. Molekulare Funktion heißt jetzt, das Protein bindet nicht mehr. Wenn das nicht mehr bindet im Zusammenhang von Covid, das kann gut oder schlecht sein. Das können wir nicht vorhersagen, ob es gut oder schlecht ist. Wenn das Protein nämlich zu stark bindet, kann es sein, dass der Virus sich nicht verbreitet, weil es einfach hängen bleibt. Zu stark binden ist nicht unbedingt gut. Was wir hier vorhersagen können, ist eine Variante, die Bindung verhindert. Sowas könnten wir vorhersagen. Und die Vorhersage hat immer wieder etwas mit evolutionärer Information zu tun. Dass alle Methoden, die es über die letzten 30 Jahre gegeben haben, benutzen diese evolutionäre Information, auch AlphaFold2. Oder insbesondere auch AlphaFold2. Und wir haben versucht, ob wir das nicht auch ohne können. Aber bevor ich da reingehe, was ich hier zeige, ist eine Landkarte der Mutationsresistenz. In der Richtung hier sind die 20 Aminosäuren und in der Richtung läuft die Proteinsequenz. Rot heißt, dass eine Variante einen schlechten Effekt hat, also irgendwas zerstört. Grün heißt, sie ist neutral. Und Sie sehen, dass es Stellen gibt in dem Protein hier, wo fast alle Varianten, alle 20 hier, rot sind. Schwarz ist übrigens, das ist die native Aminosäure. Und es gibt hier eben Positionen, wo alles, was man tut, rot erzeugt. Also irgendetwas an dem Protein verhindert. Und da gibt es Stellen, wo eigentlich alles, was man tut, grün bleibt. Hier ist zum Beispiel so eine. Ne? Und das kann man vorhersagen, wenn man evolutionäre Informationen nutzt. Wenn man das vorhersagt, dann kann man das zum Beispiel auch auf Spike anwenden. Und wenn man das auf Spike anwendet und bei der ersten, der Alpha-Variante, da sieht man zum Beispiel, diese Alpha-Variante hier ist total rot. In dem Fall habe ich die Farben geändert. Grün, das ist jetzt, jetzt haben wir begriffen, dass es Leute gibt, die grün nicht gut sehen können. Jetzt machen wir das blau. Blau heißt also neutral hier, nicht wahr? Und das ist zum Beispiel ein Punkt, diese Alpha-Variante, das war eben schon eine, wo deutlich die Variante etwas erzeugt hat, was klar zu sehen war, dass das
einen Nachteil oder einen Vorteil für den, einen Effekt haben würde, wenn man so sagen. Jetzt können wir das vorhersagen, wiederum, indem wir einfach diese Embeddings nehmen, diese Grammatik nehmen. Wir können das sehr schnell und sehr gut vorhersagen. Jetzt komme ich zum anderen Thema, wo wir Bindungsreste vorhersagen. Das ist ein Thema von Maria Littmann. Und in diesen Bindungsresten, da sagen wir manchmal Sachen vorher, die sind sogar besser als die Experimente. Das ist insbesondere ein interessantes Beispiel, weil in meinen 30 Jahren Bioinformatik mit maschinellem Lernen habe ich noch nie so einen kleinen Datensatz gehabt. Das war der kleinste, den wir jemals hatten, obwohl es alle experimentellen Daten über alle Bindungsstellen vereinigt. Aber da ist einfach zu viel Redundanz in den Daten. Und das ging nur durch das Transferlernen. Das ging nur, weil man erst eben die Grammatik lernt und die gelernte Grammatik dann wieder reinpackt. Das ist der Trick. Haben wir jahrelang daran gearbeitet und haben es nicht geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Und das ist so eine Sache, tatsächlich, meine Gruppe hat daran 20 Jahre gearbeitet und jetzt ist es in ein paar Monaten passiert. Einfach so. Unglaublich, die Veränderung. Und das gestattet uns jetzt, an dem ganz linken Balken, was Sie sehen, ist das experimentelle Information von Bindungsstellen für das gesamte menschliche Proteom, also alle Proteine im Menschen. Und was Sie rechts sehen, ist, was wir vorhersagen können. Und Sie sehen, dass die Balken rechts sehr viel höher sind als die Balken links. Und das ist letztendlich genau das, wo die Grammatik reingekommen ist. Das ist der Effekt von dem Lernen der Sprache des Lebens. Und es gibt viele, viele, viele andere Geschichten. Diese Methoden, von denen ich rede, die sind jetzt im August 2021 erst veröffentlicht worden. Und da sind 6 Veröffentlichungen schon gekommen, die das benutzen. Und es geht weiter und es gibt weiter. Und es gibt zum Beispiel eine Methode von dem Konstantin, die sagt auch Strukturen vorher. Die ist viel, viel schlechter als AlphaFold 2, aber viel, viel schneller. Und da sie keine evolutionäre Informationen benutzt, ist sie proteinspezifischer. Das erlaubt uns, in manchen Fällen, tatsächlich vorherzusagen, wenn es Effekte durch Mutationen gibt. Habe ich versucht mit der Omikron-Variante, hat leider nicht geklappt, die ist einfach zu radikal oder das hat in der Methode, das Protein ist einfach zu groß, haben wir nicht geschafft. Aber im Prinzip, hier ist ein Beispiel, wo es geht. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Meine Zeit ist 15 Minuten, sehr viel Zeit. Ein Thema, was ich noch ganz kurz ansprechen möchte, ist das Thema des Bias. Im Deutschen Befangenheit, Voreingenommenheit, Datenverzerrung. Ich benutze einfach das Wort Bias, weil ich finde, die sind alle nicht richtig. Die passen nicht alle. Stellen Sie sich zum Beispiel das Problem vor, und das ist kein Problem, was ich mir ausdenke, sondern das war früher immer so, dass Medikamente zum Beispiel gegen hohen Blutdruck von Männern zwischen 18 und 22 Jahren getestet werden. Das war typisch. Warum? Weil, also ein Teil davon, die müssen halt jung sein, dann können sie, wenn irgendwas schief geht, dann können sie es besser verdauern. Also es ist leichter, Schwierigkeiten zu überdecken, wenn man zwischen 18 und 22 ist, als wenn man zwischen 58 und 62 ist. So einfach ist das. Die meisten Anwendungen von diesen Medikamenten sind natürlich für ältere Leute und völlig unabhängig von den Geschlechtern. Da haben wir jetzt so eine Situation, wo wir Daten kreieren und das dann anwenden auf eine Situation, die ganz anders ist. Das ist Bias. Das ist ein extremer Fall von Bias. Das ist schlichtweg, man kann sagen, falsch. Warum ist das ein Thema? Na, das ist ein Thema, weil die meisten Leute, die KI lernen, die Programmierer oder all die Leute, die die Methoden entwickeln, die leben normalerweise von genug Daten. Die leben normalerweise von Daten, die sie selbst erzeugen können. Das bedeutet, es gibt keinen Bias in den Daten. Die Daten sind nicht komplex. Die Geschichte mit dem Game of Thrones, die ich Ihnen erzählt habe, die Daten sind zu kompliziert. Die Leute, die KI-Methoden entwickeln, die nehmen nicht so komplizierte Daten, weil sie dann niemals zu der Methode kommen würden, weil sie an den Daten festhängen würden. Deswegen kreieren die Daten. Die Ideen für diese Folien sind von Christian. Ein Beispiel, wo wir KI im Alltag sehen, hier ein Negativbeispiel klarerweise, ist diese Geschichte, die Sie da sehen, wo wir sehen, dass Maschinen aus Bias lernen, Schlüsse zu ziehen, die völlig falsch sind. Das ist so ein ähnlicher Fall wie der mit den Blutdrucksenkern. Wo ich einfach eine Gruppe nehme für irgendwas oder eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür haben, aber in Wirklichkeit sieht die Verteilung ganz anders aus. Ich bin dem nur nicht richtig begegnet.
Ein anderes Beispiel für KI im Alltag sind, wie ich das schon gesagt habe, die Maschinen, die wir alle benutzen. Die Telefone, unsere Computer, Google Translate und all diese Sachen. Deiner Nachteil ist, die sind enorm teuer energetisch gesehen. Zum Beispiel, eine von diesen Algorithmen kostet so viel Energie wie Hin- und Zurückflug zum Mond, weil da einfach sehr, sehr viele Parameter drin sind. Das ist ein Problem. Aber jetzt ist ein ganz anderes Problem. Und das nächste Beispiel, Sie merken schon, ich fange immer mehr an zu stolpern über das Deutsche. Hier musste ich das jetzt in Englisch machen. Sie werden auch gleich sehen, warum. Die Geschichte ist ganz einfach. Ein father and son are in a horrible car crash that sends them to critical care. Just as the son is about to go under the knife, the doctor says, I can't operate. That boy is my son. Ich nehme an, dass Sie alle Englisch sprechen. Sieht irgendjemand ein Problem? Sieht irgendjemand die Lösung von der Geschichte? Ist es irgendwas Seltsames, was da passiert? Ich kann es nicht übersetzen. Und Sie werden gleich sehen, warum, wenn Sie die Geschichte nicht kennen. Ist zumindest jeder im Raum hat die Chance gehabt, so ein bisschen darüber zu stolpern? Keiner ist gestolpert. Pech gehabt. Ich kann es nicht im Deutschen machen, weil im Deutschen würde Ärztin stehen. Und Ärztin würde das Problem weggeben. Die Idee, die die meisten Leute haben, die das lesen, und sogar, ich habe das sogar erlebt von Studenten, die tatsächlich Medizin studieren und Frauen sind, dass die nicht begreifen, wie die Auflösung dieser Geschichte ist. Weil keiner daran denkt, dass Doktor auch eine Frau sein kann. Im Deutschen wäre das eben nicht möglich gewesen, deswegen musste ich das einfach im Englischen machen. Wenn ich dahin die Ärztin sage, dann sieht keiner das Problem an dem Satz. Und das ist so etwas von Bias. Und Sie sehen wahrscheinlich sofort, wenn ich da jetzt Nurse statt Doktor gesagt hätte, dann wäre es sofort klar geworden. Weil die meisten, bei Nurse, wiederum Krankenschwester im Deutschen geht nicht, aber bei Nurse ist neutral, ist eine Berufsbezeichnung. Letztendlich ist die Geschichte eben die, dass die meisten Leute, die KI-Methoden entwickeln, Datensätze haben, wenn es zum Beispiel kalt und warm wären, die so verteilt sind, wie ich das auf der linken Seite zeige. Während wir in der Bioinformatik mehr so Datensätze haben, die so verteilt sind, wie ich es auf der rechten Seite zeige. Und weil wir dauernd mit diesen Datensätzen leben, deswegen haben wir lernen müssen, über 30 Jahre maschinelles Lernen mit solchen Daten, haben wir lernen müssen, mit Bias umzugehen. Das Gleiche ist hier. Sie haben einfach viele, viele Kugeln in dem Pott auf der linken Seite und Sie nehmen dreimal mit Löffeln einen Teil dieser Kugeln da raus. Und wenn Sie sich die Daten selber generieren, dann ist jedes Mal, was Sie da rausnehmen, eigentlich das Gleiche, im Mittel zumindest, solange Sie genug Kugeln da rausnehmen. Da müssen Sie sich nicht darum kümmern, ob diese drei Sätze, die Sie da dreimal rausnehmen, eine ähnliche Verteilung haben oder nicht. In der Bioinformatik ist es ganz anders. In der Bioinformatik, da muss ich zusehen, dass die Proteine tatsächlich nicht miteinander verwandt sind. Dass ich die so gruppiere, dass ich eben nicht Sachen mit gleichem Bias durcheinander bringe. Und wenn ich ganz extrem das anschaue, dann sehe ich, es gibt so eine Version von allen Proteinen, die ich da ganz oben auf der linken Seite, die Farben, das sind einfach verschiedene Proteinfamilien und die Häufigkeit dieser Farben, das indiziert einfach, wie oft es die bei allen Proteinen gibt. Aber alle Proteine kenne ich nicht. Darunter sind die bekannten und die haben schon andere Verteilung. Das ist ein Untersatz von allen Proteinen. Und wenn ich jetzt in diese einzelnen Organismen gehe hier, dann sind das wieder andere Untersätze. Die sind wieder anders verteilt. Und das ist genau die Realität in der Bioinformatik. Dass wir sehr vorsichtig sein müssen, sehr, sehr geflissentlich darin sein müssen, wie unsere Verteilungen sind. Dadurch können wir zu dem Thema Bias etwas beitragen. Wissenschaft für mich ist Kommunikation. Es ist Kommunikation mit Natur, es ist Kommunikation zwischen Menschen. Das finde ich auch so toll an dieser Veranstaltung hier. Es hilft uns in der Kommunikation. Wissenschaft ist toll. Und um dieses deutsche Wort jetzt ein bisschen da auf die Höhe zu treiben, interdisziplinäre Wissenschaft ist eben toller, nochmal toller. Wir haben eine Tagung veranstaltet, wo es wiederum da ging, dass wir sehr viel gegangen sind und dabei diskutiert haben. Das ist in den Bergen, was Sie da sehen. Und das Resultat von dieser Tagung war ein Artikel,
der dann tatsächlich auch in einem Nature Journal publiziert worden ist, die schaut, wie ist denn die Qualität von maschinellem Lernen in interdisziplinärer Zusammenarbeit. Und was wir jetzt zum Beispiel sehen auf der rechten Seite hier, ich habe zwei verschiedene Balken, in blau und dunkelblau, wenn der Informatiker dabei ist, oder Informatikerin, wenn Informatik dabei ist, und in dem leichtblauen, wenn sie nicht dabei sind. Und was ich zeige, ist ganz rechts Vergleich zu anderen Methoden. Hat denn die Veröffentlichung jemals etwas gezeigt wie, naja, ich behaupte, das ist so und so, da gibt es jemand anderen, der das auch macht. Die leichtblauen, ohne Informatik, die haben sich da meist überhaupt nicht darum gekümmert, was es in der Literatur gibt. Haben die Daten verfügbar gemacht? Wissenschaft ist der Austausch von Daten. Wenn die nicht verfügbar sind, dann ist das irgendwo in meinen Augen nicht reine Wissenschaft. Blau, dunkelblau, mit und ohne Informatik ist völlig klar, wie die Richtung ist. Ist das Programm verfügbar, sodass man mal ausprobieren kann, ob das wirklich so klappt, wie das verkauft wird? Wiederum, gleiche Geschichte. Also, klarer Fall von Kollaboration, interdisziplinäre Zusammenarbeit hilft. Aber es gibt eine andere Sicht. Leider gibt es eine negativere Sicht. Auf der Y-Achse habe ich jetzt den sogenannten Impact Factor. Wenn der höher ist, dann heißt das, die Arbeit ist interessanter. Alle wollen wir zitiert werden als Wissenschaftler. Unsere Währung ist typischerweise nicht das Geld, sondern unsere Währung ist, wie oft jemand findet, dass unsere Arbeit toll war. Das ist der Impact-Faktor. Je höher, desto mehr Menschen haben meine Arbeit zitiert. Und da sehe ich dummerweise, dass wenn ich den Informatiker, der Informatiker dabei ist, dann ist das niedriger, als wenn es nur die Experimentalen sind in der Mitte. Ganz links ist niedriger als in der Mitte. Also Experiment alleine, und das hat was damit zu tun, wie die Anforderungen oder wie die Brownie Points verteilt sind, würde ich jetzt im Englischen sagen. Das hat was damit zu tun, wie kompliziert oder wie einfach eine Botschaft ist. Das ist so ähnlich, was ich Ihnen heute erzählt. Ich habe versucht zu vereinfachen, habe aber die Komplexität nicht weggelassen. Und das ist gefährlich. Damit kann man sich leicht einhalten, dass man missverstanden wird. Wenn man es einfacher machen möchte, dann gucke ich mir nur die oberste Ebene an. Und das ist genau, was hier passiert. Wenn es einfacher gemacht wird, dann geht es in eine Zeitung, die von mehr Menschen gelesen wird. Je einfacher eine Botschaft, desto leichter verständlich, desto mehr wird sie zitiert. Das ist so ein bisschen der Effekt hier. Auf den Punkt gebracht. Künstliche Intelligenz hilft im Verständnis der Biologie seit 30 Jahren. Heute noch viel mehr. Riesenschritt. Und dieser Riesenschritt des Transferlernens, der geht jetzt demnächst auch in die Medizin. Das fängt wirklich in diesem Jahr jetzt gerade an. Die kluge Kombination von evolutionärer Information und maschinellem Lernen oder KI ist der Riesenerfolg der letzten 30 Jahre gewesen. Und jetzt ist der Trick die Grammatik, ist die Embeddings. Riesendurchbruch. Es wird fast unmöglich sein in der Zukunft, Entdeckungen in der Medizin zu machen ohne KI. Und dann schreibe ich, mit KI wird es aber nicht viel leichter. Das scheint Widerspruch zu sein. Ist es auch. Letztendlich, was passiert ist, wir trauen uns immer mehr zu. Über die letzten 100 Jahre sind die niedrigen Früchte weggenommen worden. Es wird immer schwieriger. Und deswegen geht es nur noch mit KI für die Medizin und die Bioinformatik oder die Biologie. Bioinformatik hat eine wichtige Botschaft im ethischen Umgang mit Daten. Und eine wichtige Botschaft für mich, Sie sind sowieso schon neugierig. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie vernetzt. Was ich zeige, ist ein Bild des größten lebenden Organismus. Kein Wal, ist ein Honigpilz, über 3000 Jahre alt. Ein Organismus, der sich über 9 Quadratmeter erstreckt und über 35.000 Tonnen schwer ist. Ein einziger Organismus. Wer hat davon gewusst? Die Welt ist faszinierend. Genetisch hat man das festgestellt, dass das ein Organismus ist, übrigens, im Sequenzieren. Vielen Dank für die finanziert haben, für viele,
die auf dem Weg geholfen haben. Meine Frau ist zum Beispiel im Raum und meine Gruppe. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank für Ihre Offenheit und den Veranstaltern für diese Serie. Und jetzt sehe ich die 45 Minuten. Genau. Ich würde mal, wir haben ja genug Abstand, ich glaube, das für die Moderation, wenn ich hier in die Richtung spreche. Wir haben jetzt erst die Gelegenheit, zu Hause, aber auch hier aus dem Raum, Fragen zu stellen. Wer traut sich das? Wer, wem? Da hinten, glaube ich, kommt eine Frage. Wir müssen noch hier die Mikros bewegen. Ach, war das keine Frage? Ach, das war keine Frage. Gut. Gibt es an den Bildschirmen Fragen? Keine Fragen. Das war ja auch ein Parforce-Ritt. Weil ich 5 Minuten vorher schnell gestützt. Keine Frage. Wo kann, fange ich mal an, mit Fragen zu stellen, weil ich natürlich auch nicht vom Fach bin. Also KI kenne ich, aber natürlich die Bioinformatik ist ja für mich sozusagen, wo ich vorhin jetzt auch staunend gefolgt habe. Du beschreibst immer, dass du die, also bist jetzt so genauso, enthusiastisch, wie ich es ja auch bin, weil wir ein NLP auch für juristische Zwecke nutzen. Dabei ist es aber natürlich so, was glaubst du, was diese Grammatik ist? Erfasst die jetzt diese Faltungsvorgänge? Also was kann man sich da vorstellen? Welche, oder erfasst sie eher die also geht es darum, das Wissen, wie die geometrische Struktur sich entwickelt aus der Sequenz? Oder ist es schon auch die Funktionsweise dabei? Also wenn du da mal ein bisschen Ideen geben könntest, weil wir Sprache ja auch, wenn wir Sprache verstehen, haben wir immer da ist ja auch Weltwissen ja drin. Es ist ja nicht nur sprachliches Wissen, welche Worte wann erlaubt sind, Grammatik, sondern es ist auch Semantik dabei. Also wenn du das irgendwie so ein bisschen rausschlüsseln könntest, so am Beispiel der Bioinformatik, was diese Grammatik denn da erfasst. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Und den Schritt gehe ich zurück. Wie gesagt, ich bin 30 Jahre in diesem Feld. Wovon ich da rede, ist noch nicht mal seit 2 Jahren passiert. Das ist total neu. Und wir haben das noch nicht so richtig begriffen eigentlich. Eine Sache zum Beispiel ist, dass ich argumentiert habe, diese Grammatik kann nicht evolutionäre Information sein. Ich habe auch eine Erklärung, warum ich das gesagt habe. Und jetzt mittlerweile über die letzten 3-4 Monate beginne ich zu begreifen, das stimmt nicht. Ich glaube letztendlich, was wir da sehen, dass diese Grammatik ist in der Tat, wie man sich faltet, ist in der Tat, wie ich funktioniere, also wie ich Bindungsstellen habe, aber auch, was ich in der Evolution sehe. Ich kriege in dieser Grammatik mit, was in der Evolution passieren kann. Letztendlich, wir sind noch nicht so weit, aber letztendlich werden wir an die Stelle kommen, dem Virus sozusagen zu sagen, was er machen kann. Also wir werden eine Simulation haben können, wo wir alle möglichen Varianten sehen, weil wir begreifen werden, wie die Evolution laufen kann. Das scheint das Signal zu sein. Aber das ist pure Spekulation. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe Daten, um das zu unterstützen. Aber es scheint so eine Mischung aus all dem zu sein, ist die Antwort. Und das Verrückte ist ja, ich meine, weil du hast es ja, weil wir ja nicht erwarten würden, dass wir quasi jetzt auf Knopfdruck jetzt auch diese Bilder bekommen, wo du ja sagst, die kosten $100.000, diese 3D-Darstellung zu haben, sondern da ist ein implizites Wissen, glaube ich, gefasst, sodass wir ja quasi, ich vergleiche es ja immer mit dem Übersetzen von deutscher Sprache nach englischer Sprache, das haben wir ja immer versucht zu sagen, wir bauen erst die Grammatik auf der deutschen Sprache, die Grammatik der englischen Sprache und dann komplizierte Regeln, die das definieren. Und jetzt sind es ja so Shortcuts, ja, dass wir quasi so überspringen all diese Schritte des Dekonstruierens der deutschen Sprache und des Aufbauens der englischen Sprache, wie wir uns da als Computermenschen geholfen haben und machen das jetzt so, wie Kinder das offensichtlich tun, die das sozusagen sprachliches Wissen irgendwo in ihrem Kopf haben und in einer gewissen Phase das erlernen können. Also das ist dann deine Entgeisterung, ja, dass das so schnell jetzt geht in so kurzer Zeit, weil es einfach einen ganz anderen Ansatz gibt. Ich möchte gerade mal auf die normale Spracherkennung zurückgehen, ja. weil du das wiederum, ich habe so an künstlicher Intelligenz gearbeitet, als das gerade so anfing in allen möglichen Feldern, zum Beispiel auch die Spracherkennung.
Und damals war die Annahme, man muss die Grammatik verstehen. Spracherkennung ist gut und schön, aber man muss immer die Grammatik verstehen. Und tatsächlich passiert es heute, was Sie jetzt mit Google Translate bekommen, das hat niemals Grammatik gelernt. Es kommt noch eine neue Geschichte obendrauf, die noch verblüffender ist. Nämlich die, dass wenn ich jetzt ein System füttere mit einfach Wikipedia in Englisch, Deutsch und Französisch, dann lernt das System die gemeinsame Grammatik von den drei Sprachen besser, als wenn ich nur eine Sprache in einem Moment schaffe. Das heißt, es gibt so eine Metagrammatik sozusagen, die das auch noch lernt. Ja. Die haben tatsächlich 20 Sprachen, inklusive Chinesisch und Arabisch, also völlig andere Sprachen, da reingepackt und haben das daraus gelernt. Und das ist zum Teil, was bei uns offensichtlich auch passiert. Gibt es inzwischen Fragen, bevor wir jetzt eine Professorenunterhaltung machen, die noch verwirrender vielleicht ist als der Vortrag selber? Internet. Es gibt hier im Chat einen Kommentar, eine Frage. Ich lese es einfach mal vor und Sie antworten dann vielleicht drauf. Manche sagen, dass KI dann beginnt, wenn Daten fehlen. Ist es nicht doch lediglich die Fähigkeit, mit gigantischen Datenmengen umzugehen? Manche sagen, dass KI erst dann beginnt, wenn Daten fehlen. Und was war der zweite Teil? Ist es nicht doch lediglich die Fähigkeit, mit gigantischen Datenmengen umzugehen? Also, ich habe so ein bisschen Ja zu beiden gesagt. Also erstmal die Grammatik verstehen, dafür brauchten wir Riesenmengen Daten, die Sequenzen. Und da haben wir davon profitiert, dass diese Daten tatsächlich existieren. Wir haben einen Zugang, Sequenzen zu bestimmen für Proteine, ist ganz einfach. Deswegen haben wir da 2,1 Milliarden von denen. Proteine, für die wir wissen, was sie tun, das sind 100.000. Das ist ein riesen Unterschied zwischen den beiden Zahlen. Weil die Strukturen, die ich gezeigt habe, das detaillierte Verständnis, was die eigentlich tun, was wir jetzt über Spike zum Beispiel wissen, das dauert viele, viele, viele Faktoren länger. Das heißt, wir haben die Daten ohne Annotation. Wir wissen nur die Sequenzen, wir kennen nur die Buchstaben. Wir wissen aber nicht, was sie bedeuten. Das ist wie eine Wikipedia, ohne dass man jemals verstanden hat, was das für eine Sprache ist. Die Daten haben wir und das ging alles nur, weil wir davon sehr viele haben. Aber dann habe ich auch gesagt, Transferlernen bedeutet, dass wir das anwenden können auf Fälle, wo wir ganz wenige Daten haben. Wo wir sozusagen einfach nur, was die Grammatik gelernt hat, herausnehmen und dann noch ein bisschen was verändern mit wenigen Daten. Also es ist ein bisschen beides wahr. Aber es begann mit ganz vielen Daten. Also mit meinen Worten nochmal, ob ich das richtig verstanden habe, also das Publikum. Die vielen Billionen an Sequenzen haben wir ja durch alle möglichen Lebewesen, Menschen, Tiere, Mäuse, Pflanzen, quasi Bakterien, Pilze. Das ist ja quasi das, was ja das auch für das Machine Learning so interessant macht. Ihr habt extrem viele Daten. Ja, auch der Ahmed, wir hatten ja einen Doktoranden, der ist ja von uns vom Lehrstuhl weggegangen zu dir, weil du einfach noch viel mehr Daten hattest als die Wikipedias. Ja? Also das ist, glaube ich, auch so eine ganz interessante Beobachtung, dass sozusagen sicherlich diese Brute-Force-Gedanke natürlich eine Rolle spielt. Wir als Menschen können das nicht so herangehen, da fehlen uns die Brainpower, aber die Google-Rechenzentren können das. Und die sind aber dann schlechter dabei, sagen wir, zu lernen als Kinder, aber können das eben für sehr, sehr viel größere Datenmengen tun. Ja. Und das ist, glaube ich, da der Schlüssel bei euch nochmal, dass einfach durch die, und das ist ja eure Leistung ja als Biologen, als Input oder nicht, oder der Biologen insgesamt, so viele Daten von vorher gesammelt zu haben. Oder mache ich? Das ist genau richtig. Also in dem Fall zum Beispiel, wenn ich das vergleiche mit Wikipedia, also normale Sprachmodelle werden an Wikipedia entwickelt, weil das Riesendatensätze sind. Wir haben 1 Million Mal mehr Daten. Ja, genau. Also wir haben 1 Million Mal mehr als alle anderen, die jemals KI entwickelt haben. Ja. Das ist der Riesen, und das sind wirkliche Daten. Das ist der Riesenvorteil, ja. Ja, genau. Also sehr, sehr viele Daten. Gibt es nicht, genau. Ich weiß nicht, also haben wir ein bisschen Zeit noch, aber ich würde es jetzt nicht übertreiben wollen. Wir machen diesen. Okay, wenn es keine Fragen im Raum gibt, sind wir, glaube ich, dann auch heute fertig. Wir können ja noch eine Runde drehen, würde ich mal fragen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich hoffe, es war 8 Plätze für Sie dabei. Und so wie du es beschrieben hast, können wir, glaube ich, in 5 Jahren, glaube ich, nochmal ganz interessante neue Entwicklungen erwarten in dem Feld, auch in den Nachrichten. Schönen Abend wünsche ich Ihnen und vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank.
Vielen Dank für dich, vor allem.